Neujahrsempfang beim SV Darmstadt 98. Zeit, trotz prekärer Tabellensituation mal kurz die Seele baumeln zu lassen. Da lenken sich die Spieler auch schon mal mit schnellen Autos ab. Oder erinnert Moderator Wolf-Dieter Poschmann an einen längst vergangenen TV-Auftritt vom heutigen neuen Trainer Dirk Schuster. Nach einer roten Karte und mit noch etwas anderer Frisur. Da kam der Kerzen gerade rein und sagte dann auch noch, das fand ich sehr bemerkenswert, er habe sich das jetzt im Fernsehen angesehen, der Schiedsrichter habe recht gehabt. Dirk Schuster. Mit in der Runde auch die beiden neuen Spieler Stefan Hickel und Aitak Zulu. Sie sollen die Defensive verstärken, auch wenn sie wissen, dass es schwer wird. Vom letzten Tabellenplatz der dritten Liga mit derzeit 4 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer. Ja, selbstverständlich wird es schwer. Wir haben 17 Endspiele. Die Mannschaft hat das Potenzial, die Qualität, um Punkte zu holen, meiner Meinung nach. Und die Spiele gegen die Zweitligisten Dresden und Sandhausen hat auch gezeigt, dass die Mannschaft zu Unrecht unten steht. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir das gemeinsam packen können. Also ich habe für mich gesehen in der Vorbereitung, Qualität hat die Truppe. Das ist gar keine Frage. Wir haben jetzt einen neuen Trainer, der die Mannschaft immer wieder sehr gut einstellt, jetzt auch in den Vorbereitungsspielen. Und wenn wir das weitermachen, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben, denke ich auch, haben wir gute Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen. Davon bin ich auch vollkommen überzeugt. Für dieses Ziel wurde auch ein neuer Torwarttrainer engagiert. Dimo Wache, einst für Mainz 05 in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Nun will er nicht nur Linienrückhalt Jan Zimmermann Dampf machen, sondern der gesamten Mannschaft. Das große Ziel ist, am 18.05. über dem Strich zu stehen. Und diesem Ziel wird letzten Endes alles untergeordnet. Und ich kann jedem Lilien-Fan nur sagen, gerade im Trainingslager habe ich da was gespürt und es hat riesen Spaß gemacht. Mit der Aufholjagd werden sich die Darmstädter aber noch etwas gedulden müssen. Das erste Spiel in diesem Jahr gegen Chemnitz wurde prompt abgesagt. Das Böllenfalltor liegt unter einer dicken Schnee- und Eisdecke begraben. Für die Lilien heißt das, ab in die warme Halle und noch eine Woche warten auf die zweite Saisonhälfte, dann gegen Wacker Burghausen. Wenn denn das alte Bölle bis dahin mitmacht, da passt es ins Bild, dass im Februar eine Machbarkeitsstudie vorgestellt wird. Die Stadtverordnetenversammlung um Oberbürgermeister Jochen Patsch befürwortet einen Stadionneubau an einem von 3 möglichen Standorten. Aber erstmal heißt es, die Klasse sichern.